Offcut ist ein Materialmarkt, wo wir Reste und Abschnitte wieder in Umlauf bringen, Materialabschnitte, eine Art des Brocki für Material. Ich bin Tanja Gantner und ich bin Mitgründerin vom Offcut in Basel. Theoretisch könnte das sein wie ein Bibliotheksabo. Dann könnten die Leute hier ein Abo lösen und könnten hier reinlaufen und einfach sich Material bedienen. Und vielleicht wäre es dann auch viel intuitiver, dass die Leute auch die Sachen wieder zurückbringen, die sie nicht brauchen. Die Stadt an sich sollte das in ihre Stadtplanung aufnehmen. Das heisst, auch bei neuen Quartierentwicklung sollte sie schauen, dass irgendwie so Hubs, zum Beispiel wie das Offcut, wo es darum geht, Ressourcen, die in der Stadt anfallen, neu zu verteilen. Also das heisst, wir haben in dem Sinne den Naturkreislauf, wo ein Lebensmittel nach dem Essen oder die Reste, die werden wieder zu Kompost. Und eigentlich müsste man das im Materialkreislauf genauso denken. Dann sind wir mit dem Thema Cradle to Cradle. Im Moment geht es nicht richtig auf, nein. Aber es sollte, es muss irgendwie. Es wäre schade, wenn das nicht möglich ist. Ich gebe nicht auf, ich gebe jetzt einfach noch nicht ganz auf. Also ich glaube, wir haben auch Bedürfnisse geschafft in dieser Welt, wo es gar nicht bräuchte. Also wo jetzt einfach schwer ist, wieder zum davon wegzukommen. Es ist eigentlich völlig perfid, weil es ist alles miteinander verknüpft. Es kann doch nicht sein, dass jetzt der Einzelne mit all seinem ganzen Konsumverhalten muss das System ändern. Aber ich glaube, das Leben und auch die Menschheit war grundsätzlich immer schon einfallsreich. Es wird sicher irgendwie weitergehen, aber es ist schade, wenn wir alles kaputt machen.